muss man mal sagen. Ja. Also um kurz vor 6 müssen wir aufhören aufzunehmen, ich muss gleich aufs Training. Wenn der Herr Müller nicht beimacht, kann ich ja auch, kann ich ja leider auch nicht. Herr Müller. Der heißt David, Herr Müller ist sein Vater. Der Müller. Das ist der Müller. Oder wie er im Jugendraum genannt wird, Wasserkopf. Was? Wasserkopf. Wasserkopf. Ach, mir läuft ein Enderman. So, ich hab den immer noch besser als das Street Fighter. Ja, okay, der hat echt noch beschissen. Kennt ihr das Gerät? Der Gerät? Jeder kennt der Gerät, Justin. Das ich frag mal, nicht erst seit gestern wie du. Nee, ich frag mal, dass du so. Nein! Kennt ihr der Gerät? Und so, hey, was ist der Gerät? Oder so. Aha! Alter, die Schwerter machen irgendwie auch zu Damage, auch zu Damage. Ich wusste, ich pack das nicht. Also irgendwas hat machen jemand halt mehr Schaden. Ja, der ist mir auch irgendwie aufgefallen. So, jetzt. Selbst mit der Steinhacke machst du in weniger als ein paar Sekunden. Eisen ab. Da spawnt gerade so ein Enderman quer durch die Welt. Ja. Oh, da war ich eben dran schuld. Der hat aber anderen Schaden gekriegt, da wo er gespawnt ist. Okay, das liegt am Regen. Ja, Endermänner nehmen vom Regenschaden. Ja, auch vom Wasser, generell. Das haben wir dort auch neu gemacht. Das ist schon immer so gewesen. Enderman nimmt Schaden durch Wasser. Ey David, kannst du mal zu mir kommen? Ich bin an Justin seiner Butze, komm mal zu mir. Vielleicht gibt's heute Abend mal ein neues Projekt von, wer heißt Dr. Safdan? Sims 3. Sims 3! Ja, werden wir das nicht sehen. Die Welt. Dann, David nimmt dann zum 10. Mal den Island auf. Irgendwann klappt's. Ja. Das stimmt. Irgendwann muss es klappen. Wenn nicht, dann musst du dir so eine Checkliste machen, gell? Mikro an, check. Ton runtergedreht, check. Ich hab kein Cobblestone, ne? Nein. David, jetzt komm mal zu mir. Nein, wenn ich mein Haus nicht halbwegs fertig gebaut habe, bis hier die komischen Viecher kommen, die aus irgendeinem Grund viel mehr Flächenschaden machen, springen die meine Diamanten in die Luft. Wer braucht Wolle? Der erste Schritt, wenn du genug hast, um für alle ein Bett zu machen. So, ja dann. Wozu brauchen? Wozu braucht man ein Bett? Ja, beantworte diese Frage selber. Ich weiß nicht. Okay. Natürlich ist dein Bruder ein Kind hat immer in der Badewanne. Ja. Ja, genau. Und? So, wer braucht jetzt noch alles ein Bett? David, wenn du jetzt zu mir bekommst, bekommst du 3 Diamanten, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Das musst du dir mal ansehen, du lass dir eine ab, die anderen dürfen es leider nicht sehen. Wo bist du denn an deinem Haus oder was? Wir werden später sehen, wenn der David das Video hochladen. Wo bist du? Ich bin an Justin seiner Butze, an diesem hässlichen Taco hier. Ich weiß, ich brauche jetzt einen Drive-In hin. So, das war die Packung, muss man gerade den Kakturen. Das erste Minecraft-Taco-Haus. Nur hier auf unserem das Kanal. Das Taco-Haus ist hässlich. Ja, das wird noch besser. Ich brauche noch ein Drive-In. Dann ist es besser. So, guck mal. Guck mal. Ja. Genial. Das war's wert, oder? Mhm. Was denn? Hast du Cobblestone?
Ich habe hier meine Sachen verloren. Ich bin noch in diesen scheiß Berg runtergefallen. Ich hab noch welches, kannst du mir holen. Komm, geh, ich hab Bullen lassen, geh Baumwolle pflücken. Kannst du das bitte reinbringen, ich begrüße, dass du ein bisschen drin bist. Ich geh grad Essen fürs Raum. So, ich hab jetzt genügend Wolle für ein weiteres Bett. Ah, halt's Maul. Dann kriegst du keins. Mach schnell selbst eins. Oder ich mach mir keins und ihr müsst elendig die Nacht durchmachen. Auch die Lava. Ich hab Lava gefunden. Ja, du auch. Hey, Stein, hattet ihr mal eine Frau Rush an eurer Schule? Hast du die? Ja, ich hab die Deutsch. Ah, du bist so Alter, kannst du der, hast du die mal gefragt, ob sie mich kennen? Sprech die mal drauf an, bitte. Ja, mach ich morgen, ja. Scheiße, alle meine Sachen sind weg und meine Diamanten. Sprech die mal auf mich an. Du bist ja. Du wirst eine gute Rückmeldung bekommen. Frag mal, was der Sebastian für ein Schüler war und sowas. Werde ich machen. Die kann so viel Gutes über mich erzählen. Ja. So siehst du aus. Und wenn sie behauptet, ich sei der Hauptgrund, warum sie gewechselt hat, dann lügt sie. Sicher. Ja. Nein, ich war immer ein fleißiger Schüler. Ich habe jetzt 37 Schweinefleiß. 38. Ey Leute, ich bin in 2 Jahren mit meiner Schule fertig, also seid ruhig. Ich glaube, ich mache demnächst mal ein Praktikum im AlphaTech. Ja genau, komm, mach auf dieses Jahr. Ich muss überlegen. Oder als Aushilfe, aber da, nee, stimmt. Ich glaube, an 400 Euro Basis kannst du da nicht schaffen, oder? Nein, ich weiß es nicht. Justin, weißt du, was 400 Euro Basis ist? Ja, dass man 4 Euro Lohn bekommt. Geld, ja. Genau, 400 Geld, genau. 400 Geld. Ich bin dafür, eine neue Währung einzuführen. Geld. Genau. Welche bessere Währung könnte es denn geben? Ja, also der Euro wird jetzt ab sofort offiziell ersetzt bei uns und heißt ab sofort Geld. Ja. Wir sind kreativ hier. Wir sind einfach nur Strunzdorf. Nein, kreativ. Ich habe jetzt knapp 50 Schweinefleisch. Nein, also wenn ich... Also wenn ich diesmal den Sprung nicht schaffe, bin ich echt dumm. Ich guck schon mal unten, wo die Chat in die Chatleiste. Ja, ich glaube von hier aus müsste ich das nicht hinkriegen. Scheiße. Ich brauche Dreck. Dreck? Ich brauche ja, ich bin Dreck, aber ich bin gerade in irgendeiner Mine drin. So, ich hab keinen Bock gleich aufs Training zu gehen. Dann geh doch einfach nicht. Muss ich aber. Warum? Mein Vater will jetzt wieder rum. Ich geh die fast die ganze Woche nur noch trainieren. Ich muss ja auch mal irgendwas für die Schule machen. Ja, ich mach genau das gleiche. Oh. Die ganze Zeit nur Training und dann... Ja. Bisschen Tischtennis. Kennst du mein Training? Soll ich mal mein Trainingsprogramm aus den Sommerferien geben? Mach das mal nach. Gerne. Weißt du, was das war? Von den 6 Wochen Ferien war ich 4 Wochen trainieren. Also immer 4 Wochen abends immer trainieren. Ich hatte nicht, also abends sehr wenig Zeit in den Ferien. Ja. Scheiße, ich mach mein Leben. Aber trotzdem habe ich in den Ferien über 200 Euro ausgegeben. Wie gesagt, du bekommst 20 oder 10 mal so viel wie ich und kommst trotzdem nicht damit aus. Ja, aber meine Ausgaben sind ja auch anders. Ich gehe ja auch abends in Clubs und sowas. Ja, vergiss es. Sag mal, Schatten. Ja. Denk an noch Abendbrot, gell? Ja, ja. Essen ist wichtig. Okay, jetzt kommt Zeit, von meinem Vater noch gehört, dann hätte ich auch den gelacht. David kennt ja den Spruch, was ja, ja bedeutet. Ja. Ja, den kenne ich auch. Ja, ja heißt leck mich am Arsch. Aber wie mein Vater das immer betont, ey. Oh, ich habe gar nichts mehr, Alter. Ich habe zwar den Sprung jetzt überlebt, aber trotzdem. Ah, ging nicht anders. Kann mal einer in die Höhle da reingehen und kann die scheiß Viecher besiegen.
Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme, ich habe keinen Bock mehr. Jo, bin einverstanden. Wartet gerade. Ja, kann man machen, ich hab keinen Bock. Ja, toll. Ja, ja, wir beenden die Aufnahme mal. Ist ja, besser okay. So. Ja, ist es auch. So, Konversation. Hast du jetzt schon... Bis denn. Ja, ciao.